Hallo liebe Leute beim Abendbrot oder was auch immer ihr gerade macht. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge Stardew Valley Multiplayer zusammen mit BloodyFox 13. Genau, zusammen mit BloodyFox 13. Also wie ihr das kennt, ich spiele mit BloodyFox 13 zusammen und ich habe mir mal wieder den Bardrug an die Seite geholt. Du bist an meiner Seite hier, also die Leute, die bei mir schauen. Whatever. Ja, wir machen weiter. Wir starten den neuen Tag? Ja, vierter Tag im Frühling. Fünfter Tag im Frühling. Sorry, Vardrags Zuschauer, ihr müsst mich leider husten hören, weil ich das immer noch nicht richtig eingestellt habe. Meine Leute haben mich gerade nicht husten gehört. Haha. Erstmal mal früh am Morgen richtig Fernsehen gucken. Morgen wird es sonnig. Hallo Fox, siehst du die Katze hier? Oh. Welche Katze? Ich habe sie an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, sie ist ein Streuner. Armes kleines Ding. Hey! Hier ist niemand! Sei nicht in Mani! Ich bin die Katze! Wie nennen wir die Katze? Suki, sag uns, wie wir die Katze nennen sollen. Suki, wir brauchen einen Katzennamen. Miez, Miez, Miez. Läuft bei dir eigentlich schon die Zeit? 6:50 Uhr, ja. Ich geh mal. Soll ich, Geh du angeln. Geh du angeln, ich mach das die Feldarbeit. Nein! Achso, doch, eins. Ja, die Rest lass mir. Er ist ein blöder Katzenname. Sushi? Weiß nicht, Franz Bettlino, du bist nicht Suki. Ist ja. Aber fast, sie ist fast Suki. Nur halt komplett nicht. Sushi ist so unglaublich ironisch, dass ich es gut finde. Okay, wir nennen die Katze Sushi. Da kommt die Katze nicht so in den Becher, sondern in den Mixer. Sushi, der macht Sushi draus. Komm her, Sushi, sei ein braves Kätzchen, ja? So. Und ich gehe wieder angeln. Und ich habe eine Katze. Wo ist meine Katze? Katze ist drin und schläft. Klar ist sie drin und schläft. Was erwartest du? Sushi. Die können die Map doch nicht aktualisieren, während ich da schon rumlaufe. Und klar können sie das. Ich habe dich auch rumlaufen sehen. Hofbuch aktualisiert. So. Das sollte ich wollte eigentlich das eine gießen da, aber ich habe irgendwie nicht die Gießkanne ausgerüstet gehabt. Daran lag es, glaube ich, dass ich die nicht gießen konnte. Das ist aber gut, dass du die eine Pastinake geerntet hast, weil die brauchst du ja eh für deine... Für die Quest, ja. Genau. Wir haben ein paar Kartoffeln. Kartoffeln sind auch gut, weil sie sich halt vermehren, sozusagen. Wir haben halt Chance auf Double Harvest. Unsere geschätzten Joja-Marktkunden. Unsere Teammitglieder haben einen Landrutsch, der durch unsere Bohroperation in der Nähe des Bergsees ausgelöst wurde, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind. Gemäß Absatz L61091 Joja GmbH Gesetzesänderung. Moment. Die sind legal, weil die das Gesetz geändert haben. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Deswegen hat mir ein Landrutsch hervorgerufen. Ich finde es übrigens schade, dass sie nicht weitergebohrt haben oder so, man an nichts erfährt. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Unfall eventuell erledigt hat oder so. Keine Ahnung, ich konnte die zweite Seite nicht lesen. Warum nicht? Hat er mir nicht angezeigt. So, ich verkaufe mal den Großteil unserer Pastinaken. Ich habe schon einen verkauft. Ja, ich behalte nur fünf. Ja. Was wollte ich sagen? Achso, ja, der Brief hat mich daran erinnert, dass ich die Folgen... nach Bauverordnung, Agrarwirtschaftsverordnung benennen möchte. Echt? Ich benenne sie einfach Folge 1. Oh. Mal gucken. Vielleicht sind die Bezeichnungen der Agrarwirtschaftsverordnung auch zu langweilig. Dann mache ich das nicht. Das ist jetzt ein Witz, oder? Was? Was? Nein! Wie kann eine Agrarwirtschaftsverordnung langweilig sein? Mal gucken. Ach so, warte mal. Nee, wir haben ja eh noch keinen Eisenbarren. Gibt es im Frühling irgendwelche Fische, die ich unbedingt fangen muss? Nee, aber geh mal unten gucken, ob wir, ob da, wie heißen die Dinger? Dings nachgewachsen sind. Frühlingszwiebeln. Ja. Ich geh mal gucken. Erste Schritte, 100 Gold. Oh, kriegst du für erste Schritte auch 100 Gold? Geh mal in dein Hofbuch.
ab, ja. Wir müssen eine Vogelscheuche herstellen. Ja, ich weiß. Ah, hier sind Frühlingszwiebeln. Das kann ich morgen machen. Ja, die wachsen dort jeden Tag. Du hast ein verlorenes Buch gefunden, ja. So, ist der Herr von da unten noch da? Ja. Ich muss mal Sebastian noch finden. Wen muss ich noch? Ach, nicht das. Keine da. Goldene dabei. Aber ich glaube, dazu muss unsere Sammelstufe nochmal erhöht werden, bevor wir Goldene kriegen. Ja, bin ich mir nicht sicher. Wir haben eine Chance auch jetzt schon, glaube ich. Weil das ist diesen... Ja, diesen, die sind aber ziemlich gering. Weil diesen Trick kann man vom mehr oder minder vom ersten Tag halt an machen. Vor allem witzig finde ich, da oben die Kante ist alles glatt, ist alles bewachsen. Wie soll es denn hier einen Erdrutsch geben? Warum sollten wir jetzt da oben die Gestaltung wegnehmen können oder so? Erdrutsch, das sind doch alles Systemlügner. Katzen! Was? Katzen. Ich habe gerade einen Blick in diesen alten Minenschacht geworfen. Er ist seit Jahrzehnten verlassen. Trotzdem denke ich, dass es dort unten noch gutes Erz gibt. Aber ein dunkler Ort, ungestört für so lange Zeit. Ich befürchte, Erze sind nicht das Einzige, was du dort finden wirst. Hier, nimm das, du wirst es brauchen. It's dangerous to go alone. Oh. Du erhältst rostiges Schwert. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Abenteurergilde da draußen. Ich werde dich im Auge behalten. Beweise dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. So, ich gehe jetzt ein bisschen in die Mine. Ich habe gerade einen getrockneten Seestern gefunden. Sehr gut. Den brauchen wir, glaube ich, für die... Die Sammlung ist übrigens für uns beide. Denk mal, dass die Sammlung und das Community Center für uns beide zählen. Ja, ja. Also alle Sammlungen zählen für uns beide. Suki, ganz ehrlich. Ich bin schon ins hohe Gras gegangen ohne ein Pokémon, ja? Auf unserer Farm. Da hast du das selbst dabei gehabt. Da hast du alle Pokémon niedergestreckt, die da drin waren. Eben. Und da unten ist nur so ein grünes Ditto. Deswegen, das ignoriere ich jetzt einfach mal. So. Ist das ein grünes Ditto mit Antenne oder eins ohne Antenne? Was sagst du? Ist das ein grünes Ditto mit oder ohne Antenne? Ein grünes Ditto ohne Antenne. Ja, okay. Ein weibliches grünes Ditto. Aber Shiny Ditto sind doch nicht grün. Ich weiß, aber dafür habe ich eine Krabbe bekommen. Das ist super. Krabben brauchen wir für das Community Center. Ja, und die sind gar nicht mal so leicht zu bekommen, weil du sie nur... entweder einer Mine oder einer Krabbenreuse bekommen kannst. Ja, und ich stelle so ungern Krabbenreusen dort auf. Du hast eine Geode gefunden. Der örtliche Schmied kann sie dir aufbrechen. Wer weiß, was darin verborgen ist. Hauptsächlich möchte ich ja das Eisenerz, weil dann kommt morgen nämlich Clint vorbei und bringt uns einen Ofen-Blueprint. Du meinst Kupfererz. Meine ich doch. Vielleicht kriege ich voll der Kupfererz. Oder? Ich hab schon vier. Nee, das geht nach Minen. Die Frage ist, ob das mit dem Angeln nach Minenstatus auch für mich einzeln gilt. Nee, beim Angeln zählt das gar nicht nach Minenstatus. Doch, du kannst nach Minenstatus Rohstoffe kriegen. Echt? Du kriegst zum Beispiel rote Geoden auch nur ab, wenn du die Mine weiter als Level 80 gepusht hast. Das ist tatsächlich eine Information, die ich noch nicht hatte. Das ist gut. Ja, ich habe mich mal da erkundigt, weil ich krampfhaft auf der Suche nach Feuerquarz war. Und geguckt habe, wo ich es überall herkriege. Und da stand drin halt, dass es beim Angeln erst erhaltbar ist, wenn du halt auf dem richtigen Level bist. Was nehme ich jetzt hiervon raus? Die Cave Carrot werde ich gleich einfach essen. Weil die Krabbe will ich definitiv aufheben. Die brauche ich einfach. Ich habe schon wieder nicht geguckt, wie lange... weil ich die Aufnahme gestartet habe, also... 9:28. Musst du das jetzt für mich 39. machen, okay. Ja, ich hab's nur wahrscheinlich nicht im Blick, weil ich immer auf den anderen Monitor gucke und beim Angeln muss ich ein bisschen konzentrieren mich. Also, ein bisschen. Ja. Ich ziehe einen Schatz auf dem anderen an Land. Skelettschwanz. Skelettschwanz. Diese Skeletten-Teile, die sind super selten. Ja, eben, deswegen angle ich sie ja. Aber ich ziehe halt einen Schatz nach dem anderen an Land. Das ist ziemlich gut.
Das sind nämlich auch noch ein paar Sachen, die mir fehlen. Genauso wie die ganzen Sachen in der Wüste. Ich hätte vielleicht nicht mal eine Wüste aufforsten sollen, aber ich bereue Da siehst du nichts. es nicht mehr. Hä? Siehst du es nicht mehr, ne? Eben, ich sehe halt im oberen Teil nicht, ob da überhaupt irgendwas ist und die Chance ist ja eh nicht Aber so. kannst du nicht im Wüstendungeon einfach Sandflächen aufhacken? Da kann das auch rauskommen. Das weiß ich nicht, aber vor allem müsste ich dann in den Wüstendungeon runter. Ich habe übrigens Ebene 5 erreicht. Nice. Das sieht man nirgendwo, oder? Im Menü. Siehst du nur in der Mine. Ja, das sieht man nur, wenn er in der Mine, ist, ja, in der Mine ist. Ist gleich 20 Uhr Rohstoffe. übrigens, ne? Ich habe übrigens schon 7, 9, 10, 9. Eisen, Kupfererz. Jetzt gleich 10. 12 sogar. Aha. Ich habe voll viel Glück heute. Übrigens, die großen Felsen, für alle Leute da draußen, die großen Felsen lohnen sich einfach immer, weil am Anfang braucht man halt 10 Schläge und bekommt halt 10 Steine raus. Aber später, wenn man schon ein bisschen weiter ist, braucht man halt einfach im Maximum, glaube ich, sogar nur noch 3 Schläge für 10 Steine. Und so schnell kriegt man niemals 10 Steine zusammen. Sagst du Bescheid, wenn du auf dem Rückweg bist, dann mache ich mich auch auf dem Rückweg. Ja, ich mache mich gleich auf den Rückweg. Ich mache noch. Na, ich bin dann halt auf Ebene 7. Ich will mal gucken, soll ich versuchen, auf Ebene 10 zu kommen? Es ist 21 Uhr, du musst noch zurückkommen, ich glaube nicht. Okay, dann gehe ich nur noch die eine Ebene runter hier. Und ich habe einen Amethyst gefunden, den will ich unbedingt mitnehmen. Dann lasse ich lieber die 8 Holz lasse ich jetzt hier. Scheiß drauf. Bring Weil die das. Frühlingsfeuer mit, und die Steine kann ich mitbringen und die Seeds. Ja, Und den Rest 21:30. kann ich hier lassen. Inventar ist sowieso voll. Wenn ich jetzt hier Gut. schnell finde. Ich mache bis 23 Uhr. In der Mine? Ja. Okay, dann kann ich schon mal zurücklaufen und andere Dinge machen. Ach, Inventar voll. Ja, ich weiß, dass Inventar voll ist. da ist nämlich die Treppe schon. Sehr gut. Hier sind sehr viele Steine. Das heißt, ich könnte sehr schnell die Treppe finden. Wie viel Erz hast du jetzt schon? 16. Kohle kann ich leider gerade nicht mitnehmen. Wir brauchen 25 für die erste, fürs erste Upgrade. Wir brauchen auch für Silo was, ne? Ich glaube, mein Stardew Valley ist gerade abgeschmiert. Nein! Ah, es hat sich nur aufgehangen kurz. Ich glaube, der ist nicht damit klargekommen, dass ich eine Kiste aufgemacht habe, während du in der Mine wirst. Sollte er aber. Ja, er hat gerade ziemlich gehangen. Ich möchte den Topaz mitnehmen, dafür lasse ich dann doch lieber das Krabbenfleisch hier. Es ist 23 Uhr übrigens, und ich möchte anmerken nochmal für alle Zuschauer, wir spielen das gerade in der Beta. Das heißt, es können noch Bugs passieren. Wie zum Beispiel der wunderschöne Bug mit den. Mit dem Pferd und dem Ja, Zaun. mit dem Pferd und dem Zaun. Ja, Pferde können durch Zäune durchreiten, wenn man es richtig macht. Ich muss jetzt noch die. Ja, ich hab's geschafft. Ich will die ganze Zeit immer in dein Haus gehen zum Schlafen. Das ist echt schlimm. So, kurz die Pass auf, Schuhe ansetzen. wenn du dich in dein Bett legst und da schon jemand drin liegt, dann kann das passieren, dass ich das bin. Das was? Dass ich in deinem Bett liege, dann, wenn ich nicht aufgepasst habe. Ja, ist in Ordnung, dann gehe ich in deins. Oh, ich dachte, ich krieg Gesellschaft. Nein. No, okay. Sorry, Mafia, aber nein. Kann ich mitleben. Würde ich jetzt auch behaupten. Okay, ich bin ein bisschen später da, aber noch vor der Zeitstrafe 1 Uhr. Okay. Ich habe dafür Ebene 10 geschafft, noch gerade so. Dann schnapp ich mir mal noch. Was sagt die Oh, es Zeit? 14:20. 14, ja, 14:20. Ah, Suki, wir werden sehen. Und hast du was? Ach, du hast die ganzen Pastinaken verkauft, ne? Ja, Hofarbeit Stufe 1, Minenarbeit Stufe 1. Ich habe nichts gekriegt weiter. Und ich habe ordentlich Geld gemacht mit der Hofarbeit. Und du mit dem Fischen auch. Okay. Ich Ja, habe dir mit der 500 habe ich Minenarbeit auch noch nichts rausgezogen. verkauft. Minenarbeit kriegt man auch nicht so viel Geld raus, oder? Ich habe Da muss man schon Glück haben. ich habe zwei Amethysten und. Ui, Clint. Hallo Clint.
Morgen wird sonnig. Hi, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen hast und jetzt gefunden hast. Blablabla. Gib mir jetzt einfach den Schmelzofen. Dankeschön. Blaupausen. Hi, ich bin Kind. Nice, neue Angeln. Darf ich mir noch Angel kaufen? Wie viel Geld haben wir? 2400. Nein, Rucksack-Upgrade. Wenn überhaupt. Ja. Willst du es zuerst holen, wenn du in die Mine gehst? Brauchst du das Angeln nicht. Ich verkaufe mal einen Amethysten und den Rest behalte ich. Ne, und zwei Quarz kann ich auch verkaufen. Die Sachen will ich nämlich zu Gunther bringen. Ja, dann geh unten bei meiner Angelkiste nochmal lang. Ich habe noch hier die Chicken. Achso, ja, das mache ich. Ich gehe zu Gunther heute. Warte mal, ich gucke. Kannst du den Seestern und den Skelettschwanz mitnehmen? Erstens, ein Ofen, Kupfererz und Stein. Ah, verdammt. Haben wir noch ein Kupfererz da drin? Ach, ist da oben, genau. Und dann brauche ich das da, brauche ich, glaube ich. Na, notfalls kaufst du eins für 75. Dann haben wir zumindest einen Ofen. Kohle brauche ich noch. Und das ist alles da oben. Ne, das ist alles nur in einer anderen Kiste. Ah, und hier hast du auch die Geoden drin. Ja. Ich habe mir in meinem Spielstand tatsächlich direkt an den Ausgang nach rechts eine Kiste gestellt, wo ich alles Zeug reingemacht habe, was ich quasi noch in das Community Center oder zu Gunther bringen muss. Oder Geoden. Hast du nicht einfach nur reingehen kann, einfach alles mitnehmen kann. Hattest du nicht ein Kupfererz gehabt? Ich habe kein Kupfererz geangelt, glaube ich. Verdammt. Aber du musst sowieso bei mir vorbeikommen hier, also. Ja, ich habe erstmal eine Vogelscheuche gebaut. Die sollte, wenn wir sie hier unten erstmal hinstellen, das gesamte Feld abdecken. Noch eine Pastinake, die haben wir erstmal damit rein. Das heißt, nee, ich lasse das mit dem Ofen dann heute erstmal noch sein. Yay, noch ein Skelettschwanz, wuhu! Die Geoden nehme ich mit, die werde ich wahrscheinlich auch aufbrechen lassen. Oh, mein Hals heute, ne? Ich habe heute zu viel gelabert. Ja, das passiert nun mal. Naja, vor allen Dingen auf der Arbeit dann, ne? Mhm. So, achso, ich lasse einfach mein Werkzeug hier, mein Schwert. Ich habe übrigens von Marlon jetzt auch die Quest gekriegt mit den 10 Schleim. Obwohl ich ihn noch nicht getroffen habe. So, okay. Robin hier, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof. Schreiben wir mit meinem Laden. Achso, ne, Brunnen will ich nicht. Ja, wir müssen das alles umsortieren, aber das nehme ich mit und dann komme ich gleich bei dir unten vorbei. Ich muss nur schnell die Morgengieße noch machen. Ja, ich komme dann mit dir mit und werde dann meine andere Kiste, die zweite Kiste, die ich habe, am Meer aufstellen, tatsächlich. Okay. Dann kann ich da den ganzen Müll reinschmeißen und alles, was ich halt nicht brauche oder zu viel habe an Fisch. Und dann kann ich auch manchmal dort angeln gehen. Du, am Meer brauchst du die Kiste eigentlich nicht, weil da kannst du direkt das Zeug zu Dings bringen. Aber gut, kann ja sein. Ja, aber nur bis 16 Uhr. Ja. So. Was sagt die Uhr? Welche Uhr? Die Partuhr? Ja. 18 Minuten. Okay, ich komme zu dir gelaufen, wir laufen dann noch gemeinsam in die Stadt und dann machen wir einfach in der Stadt kurz Pause. Ja, das klingt gut. Komme ich hier gar nicht durch? Doch. Doch, du kommst da durch. Ja, das müssen wir noch ein bisschen aufräumen, dort das Feld. Ich bin immer rechts durch die Stadt gelaufen. Nee, das meine ich gar nicht. Ich meinte durch unser Feld da oben. Ich habe gerade kein Werkzeug mit, deswegen. So. Ja, gemeinsam Hand in Hand werden wir gleich springend in den Sonnenuntergang oder sowas in der Art. Ja. Das nehmen wir mit. Ich bin schon ganz aufgeregt. Wuhu, lass uns mal gemeinsam, warte mal, wir müssen zu einem gemeinsamen Ausgangspunkt, da geht's nicht lang. So, und jetzt gemeinsam. Komm, und los. Yay. Hallo Shane. Danke, wieder trinken. Such a Shane. Hui. Hui. Oh Gott, du bist in mir drin. Sebastian, hallo. Ich kenn dich. Was? Ich hab Sebastian angesprochen, nicht die Mülltonne! So, ui, da habe ich noch was gesehen. Warte mal. Ich sehe da was. Dann gehe ich. Okay,
Wadrak, wollen wir kurz hier die Pause machen auf dieser wunderschönen Brücke? Ja. So, warte mal, wenn du irgendwas auf dem Kopf hältst, will ich eine Chicken-Statue erhalten. Oh ja, stimmt, eine Chicken-Statue hast du auch mit. So. Ich möchte die Chicken-Statue bitte bei mir haben, dann. Das Spiel ist passiert. Und ich würde sagen, das war's dann auch für heute schon wieder. Dritte Folge ist schon wieder vorbei. Die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Mensch, geht das schnell heute. Ja, das ging richtig, richtig schnell. Hätte ich auch nicht gedacht. Und dann würde ich sagen, wie immer, schaut bei Wadrak vorbei. Schaut auf unseren Twittern vorbei, The Wadrak und BloodyFox13. Oder auch bei mir im Twitch unter twitch.tv/BloodyFox13. Lasst hier einen Kommentar oder ein Like da. Lasst bei Wadrak einen Kommentar oder ein Like da. Kein Bashing, bitteschön. Und wenn, dann nur gegen Wadrak. Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht, wenn ihr Lust und Laune habt, dann macht euch doch beide Parts gleichzeitig an. Ist gut, dass ich es immer am Ende der Folge sage, aber was ja. Dann könnt ihr uns beiden gleichzeitig zugucken und verpasst einfach keine von unseren spannenden Aktivitäten, wie Angeln oder Steine klopfen. Genau. Bis zum nächsten Mal und tschö. Tschö.